aus den vielen Daten und Kursen hier auf dem Parkett die richtige Strategie auszuwerten, das ist nicht jedermanns Sache, aber die Charttechniker, die wissen dann Bescheid, Matthias Hüppe von der HSBC, und die schauen sich auch Saisonalitäten an. Was genau bedeutet das? Ja, also erstmal muss man sagen, die Charttechniker sind die technischen Analysten, also die gucken auf die Charts, aber die gucken auch darüber hinaus. Also die Charts sind ein Teil und es kommt auch dazu das Thema Saisonalitäten. Also was versteht man unter Saisonalität? Na, wie der Name schon so ein bisschen sagt, das sind Phänomene, die immer wiederkehren, saisonal wiederkehren. Ich glaube, eine der bekanntesten ist diese Börsenweisheit, die daraus auch abgeleitet ist, sell in May and go away. Mhm. Also das ist auch eine Saisonalität oder auch viele sagen, naja, der Jahresanfang oder Jahresende sind ganz entscheidend oder das Sommerloch. Also viele Saisonalitäten haben wir eigentlich schon so im täglichen Sprachgebrauch, wenn wir das Thema Börse haben, wieder gefunden. Aber man kann sich das Ganze natürlich noch mal tiefer anschauen. Und in diesem Fall ist unser Analyst, der Jörg Scherer, der das leitet, der hat sich im Besonderen den ersten Monat eines Quartals angeschaut. Genau. Wenn man dann investieren würde in den Januar, April, Juli und Oktober, was passiert dann? Ja, dann kommt es zu einem ganz erstaunlichen Ergebnis. Wenn man also immer nur in dem ersten Monat eines jeden Quartals investieren würde, und das sehen wir mal auf der nächsten Seite, das haben wir für den DAX seit 1988 und für den Dow Jones seit 1915, hier der rote Balken, das ist der erste Monat und dieser, ich sag mal, dunkelgraue und ein bisschen hellgraue sind der zweite und dritte Monat. Und ich glaube, es ist sehr leicht zu sehen, der erste Monat, also wir haben es mal simuliert mit einem Euro, hätte ich seit 1988 immer nur im ersten Monat investiert, wäre aus einem Euro knapp 7 Euro geworden. Noch stärker beim Dow Jones, da sind es fast 30 Euro geworden, wohlgemerkt natürlich mit einer Historie, die über 80 Jahre größer ist. Mhm. Und man sieht das zweite, der zweite und der dritte Monat jeweils nur mit weitaus geringeren Zuwachsen, zwar noch positiv, aber man sieht so, wenn man sich das anguckt im DAX und im Dow, kann man hieraus eigentlich schließen, die Rendite oder die Entwicklung des Indizes wird hauptsächlich über den ersten Monat eines jeden Quartals mehr oder weniger abgebildet. Bevor jetzt ein Anleger da drauf springt, will er natürlich erstmal wissen, warum das so ist. Ja, das ist immer die große Frage. Also bei manchen Saisonalitäten steht man dann auch da und fragt sich, ja, woran kann das denn liegen? Hier kann man schon, glaube ich, einen sehr guten Grund finden. Also das Thema natürlich, fangen wir mal mit dem Januar an. Institutionelle Investoren investieren in die risikobehafteten Assets meist zum Jahresanfang und da sind auch die Aktien, das heißt, dort wird investiert. Investiert heißt Kaufen von Aktien und das führt natürlich zu steigenden Kursen. Und eine Reallokation findet meist nach einem Quartal statt. Also man hat ja auch Quartalszahlen in den USA beispielsweise. Also da ist auch sehr viel auf das Thema Quartalen, das haben wir auch hierzulande. Man schaut immer jedes Quartal, schaut man sich das Ganze nochmal an, fängt wieder an anzupassen, kauft gegebenenfalls Aktien, verkauft Aktien. Aber man sieht schon, der erste Monat scheint dann immer der entscheidende Monat gerade für institutionelle Investoren zu sein, um nochmal über die Investments nachzudenken, um zu reallokieren und da in der Regel dann auch zu kaufen. Und deswegen kann man so ein bisschen das auch herleiten, dass gerade dieser erste Monat auf der institutionellen Ebene besonders entscheidend ist, um dann die Allokation vorzuführen. Aber umgekehrt heißt es ja jetzt nicht, dass jeweils im ersten Monat des Quartals die Indizes steigen, oder wohl? Also doch, wenn man das jetzt insgesamt sieht, kann man schon sagen, dass es natürlich, das ist jetzt das ganze Bild seit 1915, aber man sieht schon, mehrheitlich sind sie gestiegen. Okay. Also wir reden da von Quoten von knapp 2/3. Das heißt, in 2/3 der Fälle, es gilt natürlich, und das ist ganz wichtig, muss man hier nochmal sagen, das ist immer ein Blick zurück in die Vergangenheit. Also bitte jetzt nicht sagen, es ist jetzt in Stein gemeißelt, dass wir im Juli jetzt steigende Kurse haben werden. Die Prognose der nächsten 10 Jahre. Nein, aber natürlich, wenn man das jetzt wirklich auch hinsichtlich der fundamentalen Erklärung so ein bisschen an sich ranlässt, dann hat es durchaus, sage ich mal, auch seine Berechtigung. Und man sieht natürlich auch gerade, ich glaube, im Dow Jones ist das schon sehr deutlich. Also wenn wir auf den ersten Monat verzichtet hätten, würden wahrscheinlich keine Aktieninvestoren geben, weil mit diesen mickrigen Renditen, die man dann erzielt hat, also aus einem Euro gerade mal 3 Euro in über 100 Jahren, da wäre natürlich keiner glücklich geworden. Ja, das stimmt. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, das vierte Quartal dann komplett dran zu hängen. Das heißt jeweils Januar, April, Juli und dann Oktober, November, Dezember. So viele Monate lässt man dann gar nicht mehr aus, aber das bringt das was? Ja, das bringt was. Also keine Regel natürlich ohne dann nochmal sozusagen eine Ausnahme. Weil da haben wir wieder eine andere Saisonalität. Das letzte Quartal, wo wir ja oft sagen, gerade die letzten Monate, da ist nochmal die Rallye. Also während wir den Sommer ja doch ein bisschen meiden, haben wir hier im letzten Quartal häufig in der Vergangenheit auch gesehen, dass es da zur Rallye kommt. Auch da gibt es so ein bisschen eine Erläuterung für. Das nennt man so ein bisschen das Thema Window Dressing. Das heißt, viele schauen in die Portfolios und wollen die Gewinneraktien dann auch drin haben und kaufen entsprechend nochmal zum Jahresende nach, um dann am Ende des Jahres auch nachweisen zu können, dass sie dann auch die Aktien, die gewonnen haben, mit im Portfolio haben. Also das sieht man gerade für Aktien, die gut gelaufen sind, sind diese Monate gerade besonders gut. Also das letzte Quartal, das ist nochmal ein Quartal, was insgesamt sehr gut ist. Und
das ist dann so ein bisschen das, was dann auch das Spannende dann macht aus unserer Saisonalität. Erstmal feststellen, jeder Monat, erste Monat zählt, aber auch das vierte Quartal und dann das Ganze ein bisschen erweitern und eben nicht nur auf den Oktober sich zu beschränken, sondern eigentlich kann man sagen, ich bin investiert von Oktober bis Ende Januar und dann nochmal 2 Monate im Jahr. Mhm. Und das war's dann. Also das ist meine einfache Strategie, die auch heute angesichts der Transaktionskosten, die im Markt sind, gar nicht so teuer in der Umsetzung ist. Jetzt haben wir auch einen Chart dabei, der genau anzeigt, was dann passieren würde. Genau, und da haben wir das jetzt mal nachgefolgt. Also hätte ich 1 Euro investiert in der Strategie, ich investiere in den DAX und bleibe investiert, dann sind es die 11 Euro geworden, also die 11.000 oder knapp 12.000 Punkte. Hätte ich diese Strategie gemacht, in der ich weniger investiert geworden bin, also das muss man ja sagen, ich hätte ja eine viel Zeit, mein Geld einfach vielleicht sogar auch noch gegen Verzinsung, in früheren Jahren war das ja noch möglich, liegen lassen, dann hätte ich, das haben wir jetzt nicht mal reingerechnet, dann wären es 24 Euro. Das heißt, ich hätte den DAX verdoppelt, nur indem ich mich auf die wichtigen Monate konzentriert habe. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wendet man sowas an und machen das Anleger denn tatsächlich, dass die dann wieder rausgehen und wieder neu reingehen? Naja, jetzt kann man so ein bisschen sagen, selbsterfüllende Prophezeiung, weil wenn wir jetzt sehen, dass das zweite und der dritte Monat so schlecht sind, könnte das ja auch für viele sein, dass sie sagen, sie verkaufen dann eben zum Ende des ersten Monats. Eben weil sie das schon selber erahnen, also das ist immer so ein bisschen die Gefahr. Ich glaube jetzt aber, dass diese Saisonalität jetzt nicht so ist wie Sell in May, wo es wirklich viele gibt, die das auch dann in der Form befolgen und es vielleicht wirklich zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden könnte. Nichtsdestotrotz ist es eine Strategie, die man relativ leicht umsetzen kann. Das heißt, auf den Sommer ein bisschen verzichten. Wir haben ja oft auch schon mal auf Monatsebene gezeigt, dass die Sommermonate jetzt nicht unbedingt Premium-Monate sind, was die Rendite und die Wahrscheinlichkeit auf positive Rendite angeht. Während gerade das letzte Quartal und der Januar sehr gute Monate sind, also diese Strategie, nur im letzten Quartal plus Januar zu investieren, das sieht man ab und an auch und das verspricht zumindest auf der Rückbetrachtung höhere Renditen und dann, das ist das Entscheidende, bei geringerer Schwankung auch. Also es ist nicht so, dass man sich die höheren Renditen durch mehr Risiko erkauft, sondern eher das Umgekehrte ist der Fall. Ich habe es gerade gesagt, in 2 Dritteln der Fälle im ersten Monat oder im Abschlussquartal hat man positive Kurse gesehen. Das ist eine höhere Quote als in den anderen Monaten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit auf eine positive Rendite ist höher und wenn sie dann ausfällt, ist die Rendite auch höher. Also das sind 2 Aspekte mit geringem Risiko, die dafür sprechen. Und klar muss man jetzt, ist natürlich schwer für einen Anleger zu sagen, okay, ich verkaufe jetzt immer alles, kaufe dann wieder alles. Wobei es auch bei den Transaktionskosten, je nachdem, wie man investiert ist, durchaus möglich ist. Aber es ist vielleicht eine Frage hinsichtlich des Investitionszeitpunktes. Weil man kann natürlich sagen, dann kaufe ich vielleicht in den Sommermonaten, wenn es billig ist, und verkaufe am Ende Januar wieder. Das ist eine Möglichkeit oder zumindest, und das ist das, wo wir so ein bisschen appellieren, wenn ich gut vorne liege und es kommt irgendwo Ende Januar, ich sollte mal mit meinen Stops nachgehen und dann halt auch mal mich darauf einstellen, wenn es dann korrigiert, dass ich dann vielleicht schnell wieder raus bin aus dem Markt und dann sage, okay, jetzt warte ich erstmal bis April, bevor ich wieder einsteige. Weil ich wollte gerade sagen, es sind viele Anleger ja auch da, die längerfristig investiert sind, die gar nicht so kurzfristig schauen. Genau, also jetzt, man kann das 1:1 natürlich komplett nachspielen. Der eine oder andere könnte es machen, das wird natürlich dann auch ein bisschen schwieriger, wobei man kann den DAX in einem kaufen, also das ist jetzt auch von den Transaktionskosten durchaus möglich. Bei Einzelaktien wird es dann schon schwieriger, aber grundsätzlich sollte man sich dann einfach mal bewusst sein, gerade vielleicht in diesen Monaten, die dazwischen liegen, da können wir eine Korrektur haben und das, was wir ja auch immer hier, sage ich mal, gebetsmühlenartig sagen, immer die Stops mal hinterher setzen, wenn es gut gelaufen ist. Wenn man dann sozusagen ausgestoppt wird mit einem guten Gewinn, ist das wunderbar und dann kann man sich halt überlegen, wann man wieder investiert und vielleicht ist gerade der Monat vor einem ersten Monat eines Quartals dann der richtige Einstiegszeitpunkt, weil dann vielleicht wieder der Anstieg kommt. Ganz herzlichen Dank, Matthias Hüppe von der HSBC. Also viel Food for Thoughts sozusagen. Also man kann mal drüber nachdenken, wie man sich richtig positioniert, zu welcher Zeit in dem Jahr. Ganz herzlichen Dank für Ihr Zuschauen.